Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Elve Bestwin. Ja, heute ist es endlich soweit. Wir machen weiter mit der Main Story und Momodi wollte uns ja sagen, wo wir den Bund der Morgenröte finden. Jetzt habe ich leider einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe diese Aufnahme schon einmal gestartet, habe mich dann aber bei dem Text von Momodi so sehr verhaspelt, dass ich dachte, okay, Beginn der Aufnahme. Ich mache das Ganze nochmal, habe die Aufnahme gestoppt, wollte die Main Story, die Quest abbrechen und habe herausgefunden, dass ich Aufgaben aus der Main Story gar nicht abbrechen kann. Okay, auch mal eine neue Erkenntnis für mich. Aber, naja, ich habe zum Glück hier im Chat noch den Text von Momodi. Dann muss ich euch ihn eben vorlesen, ohne dass ihr sie eher in der Cutscene mit Momodi seht. Ist aber nur Text. Du möchtest mehr über den Bund der Morgenröte wissen, hm? Sehr schön. Das zeigt wieder mal, dass du eine richtige Abenteurerin bist. Neugierig und mit dem Gespür für alles Spannende. Sei ganz beruhigt. Die Mitglieder des Bundes sind gute Leute. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, wenigstens Momodi sollte man sehen. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Eosea von den Problemen zu befreien, die so dringend auf Lösung warten. Das ist natürlich keine kleine Aufgabe. Und so suchen sie immer nach fähigen Mitstreitern. Sie haben mich ausdrücklich gebeten, gute Kämpfer zu ihnen zu schicken, wenn mir welche begegnen. Du bist genauso eine. Ich werde dir sagen, wo sie ihr Hauptquartier eingerichtet haben. Aber bitte behalte den Ort für dich. Es liegt in der Bucht des Abendsterns in West Hanala. Sieh dich dort um und wenn du den Eingang gefunden hast, biete einfach deine Dienste an. Du bist eine Frau mit Köpfchen und Talent und solltest deine Fähigkeiten dort einsetzen, wo sie gebraucht werden. Ich hoffe natürlich, dass du mich darüber nicht völlig vergisst. Schau doch ab und zu vorbei und erzähl mir, wie es dir in der Zwischenzeit ergangen ist. Das werden wir doch machen, Momodi. Nun gut, dann geht's auf zur Bucht des Abendsterns. Und jetzt zahlt sich's aus, dass ich vor einigen Folgen meinen kostenlosen Teleportpunkt in Camp Horizont gesetzt habe. Denn genau dahin müssen wir und von da aus geht's dann weiter zur Bucht des Abendsterns. Jetzt schau ich gerade mal, habe ich mir den Chocobo-Händler schon ja, den habe ich schon angesprochen. Und dann, da müssen wir noch öfter hin, diesen Weg, weil es in der Bucht des Abendsterns keinen Ätheriten gibt. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir dann jetzt per Chocobo reiten können. Nur beim ersten Mal noch nicht. Ja, falls mein Ton wieder ein bisschen anders ist wie in der letzten Folge, ich habe leider das Headset zurückgeben müssen, das ich ursprünglich gekauft habe, weil es einfach zu kleine Ohrenmuscheln gehabt hat und mir nach einer Weile einfach höllisch wehgetan hat, das zu tragen. Auch wenn es einfach eine tolle Soundqualität hatte. Ich habe mir jetzt ein neues gekauft. Das aber komischerweise auch wieder das Rauschproblem hat. Warum, weiß ich nicht. Aber ansonsten ist es einfach total bequem und das behalte ich jetzt. Muss ich halt das Rauschen der Nachbearbeitung wieder rausschneiden. Ich bin ja inzwischen geübt darin. Ja. Hier kommen wir zur Bucht des Abendsterns. Bevor wir zum Bund der Morgenröte gehen, möchte ich noch schnell hier eine Quest machen. Bei Svirkheim geht auch sehr schnell. Farbenlehre. Oh je, was müssen meine entzündeten Augen heute nicht alles ertragen? Nun schau dich doch mal an! Wo hast du denn diese scheußlichen Lumpen her? Sollte eine nach Gold und Ruhm strebende Abenteurer nicht besser gekleidet sein?
Ich glaube, bei dir hackt's. Das ist eine ganz tolle Ausrüstung, die Kaylee mir gecraftet hat. Also ehrlich, ein bisschen Farbe könnte deinem Outfit nicht schaden. Hier ein Tupfer Flieder, dort etwas Safran. Ja, vielleicht ist da noch etwas zu retten. Wie bitte? Nee, bitte nicht. Flieder bei dieser Rüstung. Ich erkläre dir, wie du deine Ausrüstung färben und ihr mehr Schick verleihen kannst. Aber zuerst brauche ich etwas zu trinken. Die trockene Luft hier ist ja nicht zum Aushalten. Wärst du so nett und bringst mir eine Karaffe Orangensaft? Das ist wirklich sehr liebenswürdig von dir. Du kannst ihn hier in der Bucht des Abendsterns kaufen. Und würdest du dich etwas beeilen? Auch im Schatten ist es unerträglich heiß. Dankeschön. Genau, und den Orangensaft gibt's hier. Ich weiß nicht, was dem an Kaylees Ausrüstung nicht gefällt. Die ist doch schön. Vor allen Dingen das Silber ist eine richtig edle Farbe. Doch, bitte. Hier, dein Orangensaft. Es gibt also doch noch nette Leute, danke. Ohne eine tägliche Dosis Vitamine leidet meine Haut, musst du wissen. Also fangen wir an. Was deinem Outfit fehlt, ist ein bisschen Farbe. Zum Glück kann ich dir zeigen, wie du deine Ausrüstung selber einfärben kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Farbstoff. Farbstoffe können hergestellt oder bei Händlern gekauft werden. Deine Ausrüstung bleibt die gleiche und du kannst sie so oft färben, wie du willst. Du kannst also fröhlich experimentieren. Probier es doch gleich mal aus, denn so wie du jetzt rumläufst, verliert noch irgendjemand, der in Sachen Mode weniger tolerant ist als ich, sein Augenlicht. Und das willst du doch nicht. Okay. Ich weiß nicht, was die gegen meine Rüstung hier hat. Gut, ab sofort können wir Kleidungsstücke färben. Werde ich jetzt natürlich nicht machen. Aber wenn ihr gesehen habt, was wir am Anfang des Spiels für teilweise hässliches Zeug hatten, dann ist das schon manchmal nötig. Und hier geht's weiter bei Tataru. Auf weißem Sand so glühend, da blüht ein Blümchen zart. Sich in den Himmel reckend, spürt nicht den Felsen so Fels so hart. Das Blümchen zittert freudig, es schenkt dir mein Herz. Wirst du das Blümchen brechen? Ach, mach mir keinen Scherz. Tralala, tralala. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dich nicht so anschleichen würdest. Du befindest dich in privaten Räumlichkeiten. Was möchtest du hier? Was? Die Stulle hat dich hergeschickt? Sag das doch gleich. Und wie heißt du? Erwe Bestwin, Erwe Bestwin. Ja, du stehst auf der Liste. Dann herzlich willkommen im Sonnenwind, dem Hauptquartier des Bundes der Morgenröte. Ich bin Tataru, die Rezeptionistin. Unsere tapfere Anführung ist hinten im Saal der Morgenröte. Ich werde dich gleich ankündigen. Also gut, dann geht's mal hier in den Sonnenwind. Ja, das sind hier Räumlichkeiten. Schauen wir mal. Beziehungsweise hier geht's noch in einen anderen Raum. Da sind schon einige Leute. Aufenthalts- und Lagerraum scheint das zu sein.
aber wir gehen mal hier rein und sprechen mit dem Mitglied der Morgenröte. Halt! Kein Zutritt! Oh, du bist Elbe Bestwe. Verzeihung. Die Anführerin ist bereit, dich zu empfangen. Geh einfach rein. Was nehmen wir denn? Oh, wir können mit nichts davon etwas anfangen. Ist alles schon besser, diesmal dank mir. Ah, die Heldin, von der ich schon so viel gehört habe. Freut mich sehr. Ich bin Minfilia, die Anführerin des Bundes der Morgenröte. Wir haben dich erwartet. Tritt doch näher. Du bist hier unter Freunden. Sicher hast du viele brennende Fragen, aber hab noch einen Moment Geduld. Zuerst möchte ich dir nämlich unseren Bund vorstellen. Wir operieren über die Grenzen der Stadtstaaten hinaus, um unsere Ziele zu erreichen. Uns eint der Glaube an die Zukunft unserer geliebten Heimat Eorzea. Die größte Gefahr sehen wir in den göttlichen Wesen, die Primae genannt werden. Sie stellen eine existenzielle Gefahr für ganz Eorzea dar. Eine Gefahr, die wir möglichst endgültig bannen wollen. Einige von uns verfügen über eine übernatürliche Kraft, die deiner ähnlich ist. Sie äußert sich auf unterschiedliche Weise, aber es gibt Gemeinsamkeiten. Sag mir, bist du schon mal plötzlich und ohne erkennbaren Grund in eine Art Trance gefallen? Ja, nicht nur einmal. Verschiebt sich manchmal deine Wahrnehmung? So, als ob du in eine andere Welt übertreten würdest? Auch das ist mir schon passiert, ja. In solchen Momenten transzendiert dein Bewusstsein tatsächlich geistige Grenzen. Das ist die Kraft, die in dir steckt. Dadurch kannst du zum Beispiel fremde Sprachen intuitiv verstehen und verborgene Gefühle erkennen. Sogar die Grenzen der Zeit kannst du mit deinen Sinnen überschreiten, um Ereignisse zu sehen, die längst vergangen sind. Damit meine ich, dass du selbst an der Vergangenheit anderer teilnimmst. Allerdings kannst du nicht ändern, wie das Geschehen letztlich ausgeht. Diese Gabe ist etwas Wundervolles. Und in dir scheint sie besonders stark ausgeprägt zu sein. Leider können wir sie nicht kontrolliert einsetzen. Ja, auch ich besitze die Gabe, geistige Grenzen zu überwinden. Doch nun zurück zum eigentlichen Anliegen. Um Eorzea zu retten, müssen wir den Primae Einhalt gebieten. Solange sie unsere Existenz bedrohen, wird es in Eorzea keinen Frieden geben. Und gegen sie haben wir nur eine Chance, wenn wir über die Grenzen der Staaten, Völker, Sprachen und Weltanschauungen hinweg zusammenarbeiten. Die Gabe, über die du und ich verfügen, ist der Schlüssel im Kampf gegen die Primae. Wir können sie aufhalten und Eorzea Frieden bringen. Ich weiß nicht, welche persönlichen Ziele du verfolgst, und du musst es mir auch nicht offenlegen. Doch ich glaube fest daran, dass du auserwählt wurdest, etwas Großes zu vollbringen. Warum sonst sollte Heidelin zu dir sprechen und dir ihre Kraft verleihen? Deshalb bitte ich dich, schließ dich uns an und kämpfe mit uns für Eorzeas Zukunft. Natürlich sollen dir deine Dienste auch vergolten werden. Wir haben einflussreiche Verbündete und ein Wort von uns genügt, um dir so manche Tür zu öffnen. Hast du zum Beispiel schon einen Gehilfen? Nein? Das sind Leute, die dir beim Verwalten von Marktwaren helfen können. Minfilia, verzeih die Störung. Ich habe die Papiere hier schon vorbereitet.
Vielen Dank, Tataru. Sehr umsichtig von dir. Keine Ursache. Als kleines Zeichen unserer Wertschätzung habe ich veranlasst, dass du die Berechtigung erhältst, Gehilfen anzuheuern. Die Einzelheiten erfährst du von den Zuständigen, aber sei versichert, dass dir ein Gehilfe das Leben sehr erleichtern wird. Du siehst, wir möchten, dass du von Alltagsdingen möglichst wenig belangt wirst. Im Gegensatz dazu würden wir uns freuen, wenn du deine außergewöhnlichen Talente in den Dienst unserer Sache stelltest. Eine Hand wäscht die andere. Wir können viel für dich tun, Elbebeste, und zusammen können wir noch mehr für Eosea bewirken. Denk darüber nach. Wenn du bereit bist, dich für eine gute Sache einzusetzen, sag es mir. Und damit es keine Missverständnisse gibt, werde ich dir das Passwort verraten, mit dem wir uns im Bund verständigen. Es lautet Wildrose. Präg es dir gut ein. Gehilfen sind nun verfügbar, die werden wir uns, ich denke mal, in der nächsten Folge anschauen. Das Passwort Wildrose ist ein Insider-Gag für langjährige Final Fantasy-Spiele. Ich weiß nicht, in welchem Final Fantasy-Spiel das Passwort vorkommt, aber da ist es auch schon mal ein Passwort, um irgendwo reinzukommen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur auch in anderen Final Fantasy-Teilen auch auftritt. Aber Wildrose ist einfach so ein Final Fantasy-Insider-Gag und wird gerne als Passwort, um irgendwo eingelassen zu werden, genutzt. Ja, hier stehen Ishtola, da ist jemand namens Tankred. Tankred hätten wir kennengelernt, wenn wir in Uldar angefangen hätten. Er hätte dann die Stelle, oder im Prinzip Tankred ist das uldische Pendant zu Ishtola. Und da sind Ida und Papalimo. Die beiden sind in Gridania und die hätten wir kennengelernt, wenn wir in Gridania angefangen hätten. Aber die werden uns gleich noch vorgestellt. Wie ich dir schon gesagt habe, versucht der Bund der Morgenröte, das primäre Problem in den Griff zu bekommen, das Eosea bedrängt. Es ist keine einfache Aufgabe, aber jemand muss sie in Angriff nehmen. Wenn du bereit dazu bist, uns mit ganzer Kraft zu unterstützen, dann gib mir ein Zeichen, dass du dich als Teil unseres Bundes betrachtest. Das Zeichen ist natürlich Wildrose. Sehr schön, das klingt schon ganz natürlich aus deinem Mund. Du willst uns also unterstützen, ja? Natürlich. Wie schön. Das hatte ich von ganzem Herzen gehofft. Nun lass mich dir die Mitglieder unseres Bundes näher vorstellen. Kommt dir der Name Shalayan bekannt vor? Das war eine der 6 großen Städte Eoseas, bevor sie zerstört wurde. Ihre Ruinen liegen im Nordwesten Aldenards. Die Stadt war ein Hort des Wissens über Magie und den Äther, wodurch sie sogar dem Kaiserreich die Stirn bieten konnte. Von dort stammt eine Gruppe gelehrter Männer und Frauen, die sich die Exegeten nannten. Als der Niedergang Eoseas sich abzuzeichnen begann, waren sie es, die vor der Katastrophe warnten und für die Zukunft Eoseas kämpften. Wir haben ihnen viel zu verdanken. Und diese Exegeten stehen nun hier bei uns. Darf ich vorstellen? Ida und Papalimo. Sie erforschen die Vorkommnisse in Gridania. Hallo! Freut mich! Aber bitte, weiter geht die Runde. Das ist Tankred. Er ist für die Perle der Wüste zuständig. Hallo! Diese liebreizende Dame heißt Ishtola. Sie beehrt Limsa Luminsa mit ihrer Anwesenheit. Hallo. Ja, wir kennen uns doch schon. Schön, dass du hier bist,
Dieses Schön, dass du hier bist, sagt immer die Person, die man schon aus der vorherigen Geschichte kennt. Also je nachdem, wo man anfängt. Und das ist Orianger. Er leitet unser Hauptquartier. Wenn du Probleme hast, kannst du dich vertrauensvoll an ihn wenden. Nun kommt ganz gewiss die Dämmerung am Morgen. Deine strahlende Präsenz wird ihr den Weg bereiten. Bei der Schlacht von Cartenot vor 5 Jahren haben wir unseren Anführer verloren. Danach gründeten wir zusammen mit Minfilia und anderen Gleichgesinnten den Bund der Morgenröte. Seitdem haben sich viele fähige Leute unserem Bund angeschlossen und gemeinsam versuchen wir, Eoseas Zukunft zu gestalten. Ach ja, das ist übrigens Tataru, unsere gute Fee, die sich um die Verwaltung kümmert. Zu deinen Diensten. Auf eine gute Zusammenarbeit. Also dann. Es gibt viel zu tun. Orianger, bist du die Unterlagen von Baldesions Gelehrten durchgegangen? Ja, sie waren sehr aufschlussreich. Die Legion der Unsterblichen hat uns gebeten, Nachforschungen anzustellen. Tankred, bitte erklär, worum es geht. Sehr gerne. Vor einigen Tagen haben Unbekannte eine Karawane der Amagina Bergbau AG überfallen und ihre wertvollen Kristalle geraubt. Und da ist noch mehr. Zur selben Zeit sind einige Leute aus den Slums vor Ulda verschwunden. Auf den ersten Blick geht es also um einen Kristallraub und um Entführungen. Um solche Angelegenheiten würde sich die Legion der Unsterblichen eigentlich selbst kümmern. Doch hinter den Kulissen könnte ein Primae involviert sein. Ja, denn die Spuren an den Tatorten deuten nämlich auf die Amalja als Täter hin. Wir vermuten, dass sie die Verbrechen im Namen ihres Primaes Ifrit begangen haben. Kannst du der Sache nachgehen? Dadurch bekommst du auch einen besseren Einblick in unseren Konflikt mit dem Primae. Danke. Tankred kennt sich in Ulda bestens aus. Er wird dich mit Informationen versorgen. Mhm. Halt dich einfach an mich. Gut, schauen wir mal, was Tankred näher zu sagen hat. Bist du bereit zu großen Taten? Dann lass uns gleich loslegen. Was fängt man mit einer Menge Kristalle und ein paar Obdachlosen an? Ein Zusammenhang muss es geben, und den finden wir schon heraus. Was den Kristallraub angeht, darum kümmert sich die Amagina Bergbau AG bereits. Sie haben die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, um weitere Zwischenfälle zu verhindern und arbeiten an der Aufklärung der Geschichte. Deswegen werden wir beide uns auf die Untersuchung der Entführungen konzentrieren. Wir haben nicht viele Anhaltspunkte, aber auffällig ist, dass bei Camp Knochenbleich besonders viele Leute verschwunden sind. Dort solltest du mit deinen Nachforschungen anfangen. Isimbard ist für das Camp zuständig und kann dir die Umstände genauer schildern. Nun gut. Zum Camp Knochenbleich werden wir das nächste Mal gehen. Ich werde zwischen den Folgen nach Ulda reisen. Und dann werden wir uns zuerst dort anschauen, was es mit Gehilfen auf sich hat. Und ja, beim nächsten Mal dann, wenn wir uns den Gehilfen geholt haben, geht's weiter zu Camp Knochenbleich auf unseren ersten Auftrag für den Bund der Morgenröte.
Macht's gut.